Lektion 116, Wiederholung der Lektion 101, Gottes Wille für mich ist vollkommenes Glück. Und 102, ich teile den Willen Gottes, der mein Glück will. Ihr seid wahrhaft gesegnete Wesen und ich bin der, den ihr als Jesus kennt. Und es ist offensichtlich für euch, dass sich glücklich zu fühlen besser ist, als sich traurig zu fühlen. Und sich frei zu fühlen ist besser als sich eingesperrt zu fühlen oder gefangen zu sein. Leiden ist nicht etwas, wozu es dich hinzieht, wenn du gesund bist. Und wenn du ganz pulsierendes Leben in dir spürst. Aber es gibt viele Verdrehungen in dir, die dazu führen können, dass du glaubst, dass wenn man sich traurig fühlt oder wenn man beherrscht ist, oder wenn du dich unfair behandelt fühlst, dass du dann dich selbst opferst. Und wenn du dich selbst opferst, und dann leidest du aufgrund dieses Opfers. Und es gibt sehr viele, die diesen Glauben ganz tief in sich haben. Also tief in sich aufgenommen haben, nicht nur wegen ihrer, das, was sie persönlich gelernt haben in ihrer Familie, in ihrer Schule, in der Kultur, in Religion, sondern auch als ein Element eurer überall präsenten Gesellschaft. Und ihr glaubt, dass die, die zu einem Krieg gehen und dort sterben, irgendwie eine Art wundervolles Opfer vollbringen. Und ihr könnt fühlen, selbst wenn ihr euch nur diese Frage stellt, dass da etwas Verwirrung aufkommt, dass ihr diese Verwirrung fühlen könnt. Denn das ist so ein tief eingepflanztes Glaubensmuster, dass das Opfer wichtig ist und dass das Leiden irgendwie heilig ist. Und das ist so aufgrund der Kirche. Sie hat das den Generationen über Generationen gelehrt. Also wenn du Widerstand spürst bei der Vorstellung, dass Gott will, dass du glücklich bist, dann ist es das, was da geschieht. Also zweifle nicht daran. Jedes Mal kannst du einen Gedanken wählen und einen Fokus und konzentriere deinen Geist auf etwas, was dir Freude bringt und das dich glücklich sein lässt. Und das ist dein Feedbacksystem, dein emotionales Feedbacksystem, das dir sagt, du bist auf dem richtigen Weg. Das ist dein Feedbacksystem, dein inneres Feedbacksystem, das dir sagt, ja, das ist gut. Du bewegst dich in die richtige Richtung. Nun, bis du deinen Geist vollständig geklärt hast, indem du diese Lektion machst, werden auch einige Verdrehungen dich glücklich machen und das ist okay für dich, wenn du das beobachtest. Und du wirst vielleicht bemerken, dass es da einige ungesunde Dinge gibt, die dich gut fühlen lassen. Aber die haben grundsätzlich mit dem physischen Körper zu tun. Und das ist das Thema, um das es heute Morgen nochmal gehen soll. Also wenn du zum Beispiel irgendeine Substanz benutzt oder eine Aktivität, die sehr auf den Körper fokussiert ist und fokussiert ist auf Vergnügen, das ist nicht wirklich glücklich sein. Also das ist ein körperliches Gefühl, ein Gefühl von, was man mit dem Körper spürt. Und das ist etwas, was den Körper von seinem, was den Geist von seinem Leiden ablenkt und deshalb für eine gewisse Zeit Erleichterung bringt. Worum wir euch bitten, ist, dass ihr Dinge wählt, die euch wirklich glücklich machen. Einige Blumen im Garten pflanzen und sehen, wie sie wachsen und blühen. Und es könnte sein, eine schöne Unterhaltung, tolle Gespräche mit Freunden zu haben. Es könnte sein, deinen Hund oder deine Katze zu streicheln. Also Dinge wie diese, die weniger zerstörend sind. Und ja, natürlich sind die Dinge, die du erfährst, während du deinen Körper benutzt, ja, mit dem Körper verbunden sind. Aber jetzt in dieser frühen Phase möchten wir, dass ihr gerne den Unterschied erkennt zwischen diesen Vergnügungsgefühlen, wie zum Beispiel Essen und Trinken, im Unterschied zu diesen schönen Gefühlen, wie zum Beispiel Kreativität, die sich auf das Leben bezieht oder in der Natur draußen sein
und den Sonnenschein zu fühlen und den Wind in den Haaren und dem Gesang der Vögel zuzuhören. Und ja, das kommt durch die Sinne deines Körpers zu dir. Also es kommt durch die Sinne deines Körpers zu dir, aber sie haben eine andere Qualität und du weißt offensichtlich, worüber wir hier sprechen. Also sei glücklich heute und suche nach dem Glücklichsein heute. Wähle heute das Glücklichsein und schau, wie glücklich du diese Wahl praktizieren kannst. Gehe ich zu den Schatten oder schaue ich zum Licht? Und wir bitten euch heute zum Licht zu schauen. Schau auf das Gute in deinem Leben und auf die Dinge, die ganz einfache Geschenke sind, die ein Lächeln auf dein Gesicht zaubern können. Ich bin der, den ihr als Jesus kennt, und wir sehen uns morgen wieder.